Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 26.09.2019. Leute, diese Folge wird cool. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Yo, wir gehen in den heutigen Item Shop rein und hier gibt es zum einen das Schützenass, das ist quasi die männliche Version vom Bullseye. Dann haben wir hier den Rage Quit, mega cooles Teil. Und wir haben hier die Community-Entscheidung. Ihr entscheidet bei uns mit, am Ende des Videos entscheidet ihr mit, wer soll oder für wen sollen wir abstimmen. So, wir fangen jetzt einfach mal an hier tatsächlich mit ja, den Meteoriten. So, mega coole Lackierung. Finde ich ziemlich geil. Kriegt von mir 10 von 10. Das Teil ist einfach nur cool. So, der Meteorit hat ein Voting von... Moment, jetzt muss ich das Ding mal ganz kurz hier rüberziehen und dann können wir das gleich richtig machen hier. Was ist denn da los hier? So, der Meteorit hat ein Voting von 4 von 5 bei 8 Votes. Am 3. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Jetzt das zweite Mal 5 Reminders. Dann haben wir die Wüstendominiererin, die für mich aber keine Wüstendominiererin ist, sondern eher keine Ahnung was hier. Ich finde die okay, ist aber nicht so cool. Kriegt von mir für 800 V-Bucks. Kriegt von mir 4 von 10. Desert Dominator, für mich Scorpion, Wüstendominiererin. So, da haben wir 3,79 von 5 bei 33 Votes am 9. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 Mal seitdem 18 Reminders, das letzte Mal im Shop vor 33 Tagen. Dreierstern, finde ich relativ cooler Teil, kriegt von mir 7 von 10. So ein Ding hätte ich gern zu Hause stehen, hat ein Voting von, 4,24 von 5 bei 17 Votes am 18. März 2019. Das erste Mal drin gewesen. 8 Mal seitdem 7 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 66 Tagen. Jo, dann haben wir den Versa. Hier viel Plastik, Zukunft, aber gar nicht umweltfreundlich. Die Lady Neojäger 1500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 4,2 von 5. Bei 35 Votes am 19. Mai 2019 ist erstmal drin gewesen. 4x 35 Reminders. Jetzt mal im Shop vor 87 Tagen am 1. Juli. So, dann geht's weiter. Dann haben wir das Meme-Spiel. Für 500 V-Bucks, nehmt mich doch bitte ernst. Finde ich richtig cool. Der Teil kriegt von mir auf jeden Fall 8 von 10. Dann hat hier ein Voting von 4 von 5 bei 12 Votes am 10. Dezember 2018 ist erstmal drin gewesen. 4x 19 Reminders. Jo, dann kommen wir zum Rage Quit. Das bin ich. Leute, das bin ich. So, und der Herr sofort. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Gucken wir mal. Das kriegt er hier. Oder sollte ich eher den da nehmen? Ich nehme, glaube ich, lieber den da. Ja. Für den nächsten Mac. LOL. Viel Spaß. Ups. Hihi. So, jetzt senden wir das Ding mal ab. Jetzt kriegt er das. Und ich werde mir das Ding selbst auch kaufen, weil ich das einfach nur mega geil finde. Das Ding ist einfach nur...
Wie oft kann ich dieses Ding, wie oft könnte ich das gebrauchen? Ich mach's gerade nochmal, weil es einfach nur geil ist. Zack. Das werden wahrscheinlich die ganzen L2-Spammer vor kurzem gemacht haben. Weil, soweit ich das mitbekommen habe, ist der Aim Assist weg. So, also, jetzt haben wir hier das... Sorry an die L2-Spammer, tut mir leid, aber... Das ist krass. Ich finde diesen Emote einfach geil. So, ja, jetzt klicken wir einfach mal ganz kurz hier durch. Habe ich ja ein Video, Gameplay-Video dazu auch hier oben in der rechten Ecke jetzt verlinkt, das Teil. Einschlafhilfe ist auch mit dabei. Nachtflieger, also die Einschlafhilfe nicht, aber der Nachtflieger. Traumhaft. Wir gucken jetzt einfach mal ganz kurz durch die Noten durch. Ach so, beim Rage Quit übrigens 5 von 5 bei 3 Votes und mein Voting wären eben eine 10 von 10, weil ich finde, das ist einer der coolsten Emotes, der in letzter Zeit so rausgekommen ist. So, jetzt haben wir hier für den Slumber 4,47 von 5 bei 15 Votes, für den Dreamy 4,14 von 5 bei 7 Votes, Nighty Night 4 von 5 bei 9 Votes und Night Flight 3,73 von 5 bei 11 Votes. So, dann sind wir auch schon hier jetzt bei dem Guild. Ja, ich finde den gar nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Kriegt von mir 6 von 10 für 800 V-Bucks. Das Teil hat hier ein Voting von 3,55 von 5 bei 33 Votes am 8. Mai 2019. Das erste Mal drin gewesen, 5 Mal. Seitdem 23 Reminders, letztes Mal im Shop vor 22 Tagen. Die Aura finde ich ein bisschen besser als den anderen, kriegt von mir 7 von 10 für 800 V-Bucks. Aura hat hier ein Voting von 4,45 von 5 bei 69 Votes, auch am 8. Mai 2019 das erste Mal drin gewesen. 5 mal 187 Reminders, das sieht schon ein bisschen anders aus. Jo, sind wir auch schon mit dem Set hier durch, jetzt kommen wir zu dem Schützenass für 800 V-Bucks. Ja. Männlicher Bullseye, muss ich aber ganz ehrlich sagen, normale Bullseye finde ich persönlich hier deutlich viel besser und ich finde Bullseye persönlich jetzt nicht mal so gut. Deswegen kriegt das Schützenass tatsächlich von mir nur 3 von 10. Und wir haben hier momentan noch gar kein Voting für den. So, jetzt gehen wir aber mal rüber zu dieser Entscheidung, weil jetzt, liebe Leute, jetzt wird's geil. Ihr entscheidet mit, was ich voten soll im nächsten Video. Wir haben also der, der die meisten Votes bekommt. Wir haben jetzt hier oben eine Abstimmung für den Farbenschützen, den Partyprügler oder das Bärchi. Ich kann euch ja dann sagen, wofür ich mich entschieden hätte. Also wir schauen uns jetzt erstmal den Farbenschützen an. Da hinten auch ein Bärchen drauf. Cooler Typ mit rosa oder pinker Sonnenbrille, Munitionsgurt. Das Teil sieht schon mega cool aus. Auf jeden Fall. Gucken wir uns mal ganz kurz hinten. Oh, auch geil. Diese Doppelpicke, die Doppelaxt. Mega geil eigentlich. Also, Farbenprügler. Ich finde, ich gebe jetzt mal noch keine Noten. Das mache ich dann morgen, wenn ich das Vote abgebe für euch. Hier den, ich will euch nämlich nicht beeinflussen, hier den Partyprügler, also ist auch, also mega cool, muss ich ehrlich sagen. Das Teil hier finde ich auch mega, 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 oh, auch in schwarz, mega cool. Also, richtig fett. Für 15 V-Bucks das Ding dann. Hier gucken wir mal, wie das aussieht. Wechselt das auch durch, das wechselt auch durch, ja. Gucken wir mal ganz kurz hier drauf und da. Das hat auf jeden Fall was. Ja, der Lama-Hornschild Partyprügler. Coole Sache. Ehrlich cool. So, jetzt auch das hier. Der absolute Oberknaller. Und ihr wisst, ich bin normalerweise ein... Ich hasse normalerweise das Bärchen, aber die Teile hier finde ich cool und ganz ehrlich, sieht mir doch ähnlicher als das andere Ding, oder? Hier, also das Bärchen auf jeden Fall cool, 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 cool. Wir gucken uns jetzt auch mal hier hinten das Ding an. Auch das sieht richtig nice aus. Ah, so kann ich das austricksen. Guck mal, da können wir uns das ein bisschen genauer angucken, weil...
Sonst switcht das ja die ganze Zeit. Jetzt lassen wir es mal ganz kurz laufen. So, und jetzt switch. Aber ich will mal das Dunkle sehen. Ha. Komm. Und das. Und das ist dann die 3 von 4. Und jetzt kommt die 4 von 4. Oh mein Gott. Nein. Ach, da geht. Ach, da, okay. Bringt nichts. Also. Bärschi ist hier die dritte Option, die ihr habt. Ihr könnt entscheiden oder mitentscheiden, für wen soll ich abstimmen? Hier, für den da. Für, wie heißt das Teil nochmal, den Partyprügler. Oder hier, für das Bärschi. Oder für den Farbenschützen. 1, 2 oder 3. So, ihr entscheidet mit 45 Stunden Zeit. Also, ich werde keine 48 Stunden natürlich mit dem Video warten, das kann ich nicht machen. Aber ich werde morgen, im morgigen Video, dann für euch voten. Schreibt jetzt unten in die Kommentare oder beziehungsweise entweder schreibt jetzt in die Kommentare oder ihr votet oben rechts. Stimmt ab. Wer soll es werden? So, wenn euch das heutige... Nein, ich muss ja noch benoten. Moment mal, Noten. So, was halte ich von dem heutigen Shop? So, wenn ich mir den heutigen Shop so angucke, dann muss ich sagen, also diese Seite hier finde ich nicht so toll. Und hier der Rage Quit ist für mich der absolute Knaller. Und der Meteorit ist cool. Aber für mich halt momentan dieses absolute Highlight, diese Community-Entscheidung. Darauf freue ich mich persönlich mega und deswegen muss ich diesem Shop, also normalerweise, wenn ich nur diesen Shop hier bewerten würde, wäre es ein Hated, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, dafür sind zu viele Sachen, die ich nicht so toll finde. Den Rage Quit finde ich mega geil, der würde das Ganze schon wieder aufwerten, aber die Community-Entscheidung, diese Skins sind alle drei, egal für wen ihr euch entscheidet. Finde ich alle drei cool. So, also insofern könnt ihr das gerne für mich übernehmen. Freue ich mich. Also jetzt muss ich aber noch das Voting abgeben. Und das Voting ist jetzt folgendes. Ich sage Love It. 750 Love It, 707 It's Meh und 1743 Hate It. So, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit mir dann gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.